Radio Raufass. Sie fragen, wir antworten. Fragen und Antworten rund um die Kirche mit Martin Lasser. Martin, ich habe mich schon immer gefragt, was eine Religion ist. Kannst du mir diese Frage bitte beantworten? Die meisten Menschen haben eine Religion. Eine Religion sagt etwas darüber aus, wie die Menschen Gott und die Welt verstehen. Das Wort Religion bedeutet Rückbindung. Gemeint ist, dass sich die Menschen, die eine Religion haben, an Gott binden. Sie haben Regeln, nach denen sie zusammenleben, sie denken ähnlich darüber, wie die Welt entstanden ist, welche Bedeutung der Mensch hat und was nach dem Tod mit ihnen passiert. Oft beten sie miteinander und feiern Gottesdienst. Es gibt viele verschiedene Religionen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie Gott ist und ob er sich den Menschen zeigt. Die bekanntesten Religionen sind Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Sie werden Weltreligionen genannt. Judentum, Christentum und Islam sind miteinander verwandt, auch wenn sie sich in vielen Dingen unterscheiden. Gemeinsam glauben Juden, Christen und Moslems, dass es nur einen Gott gibt und dass er mit den Menschen in Kontakt steht. Danke, Martin. Jetzt weiß ich endlich, was eine Religion ist. Wenn auch Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns an redaktion@radioraufass.de. Martin Lasser für Radio Raufass.